Willkommen zurück, meine cheesy Amigos. Ihr wollt die Waffe von Johnny, außerdem sein Porsche und dazu noch Johnnys Arm. Und ich zeige euch, wie der jetzt aussieht. Ihr seht schon links hier, da glitzert der Arm durch. Und wie ihr den bekommt, das erzähle ich euch jetzt. Zuerst müsst ihr die Quest Tapeworm abschließen. Nachdem ihr die abgeschlossen habt, kriegt ihr die Quest Chippin' In. Wo ist die? Im Moment genau die hier. Chippin' In mit Rogue. Und nachdem ihr diese Quest abgeschlossen habt, habt ihr Johnny Silverhands Arm in der Tasche. Und jetzt zeige ich euch wo. Nachdem ihr die Quest Chippin' In dann gemacht habt, findet ihr im Inventar Rucksack. In euren alle Items ganz unten etwas Unscheinbares. Und zwar genau dieses Teil hier. Das ist einfach nur ein Arm. Es hat keinen Namen und da steht dran gewöhnlich. Wenn ihr Junk Items verkauft, wird es aber nicht verkauft. Und wenn ihr da dann einmal drauf drückt, ihr seht ja auch schon, wie es ein bisschen aussieht, da drauf drückt, dann seht ihr, wenn ihr rausgeht, Johnnys Arm wird immer so ganz leicht angezeigt. Je nach dem, was ihr anhabt, wie beispielsweise die Mantis-Klingen, seht ihr, dass der Arm sich jetzt da so durchscheint. Oder bei seiner Pistole oder egal bei was, dann seht ihr hier unten, wie sein Arm auftaucht. Und das könnt ihr einmal anziehen und dann habt ihr das sozusagen für immer. Ich finde, am besten sieht man das auf dem Motorrad und mit Johnnys Tanktop. Hier kann man das ganz klar sehen, dass der Arm sich so, ja, wie so eine Illusion drüber zieht und sieht mega fetzig aus. Wie ihr die Pistole bekommt, das ist ganz einfach. Ihr macht einfach die Chippin-In-Quest, da kriegt ihr die automatisch. Ich habe ja schon erzählt, dafür müsst ihr da vorher die Quest Tapeworm gemacht haben. Und wenn ihr in der Chippin-In-Quest seid und die Waffe bekommen habt, müsst ihr den Typen am Leben lassen. Der gibt euch den Schlüssel für einen Container. Und in diesem Container ist der Porsche drin, also nehmt auf jeden Fall den, lasst ihn am Leben, nehmt den Schlüssel, macht den Container auf und danach könnt ihr ihn umbringen oder ihr könnt ihn, nachdem ihr den Zugangscode bekommen habt, auch einfach direkt umbringen, das habe ich gemacht. Und dann gibt es die Sachen und Johnnys Silverarms Arm bekommt ihr, nachdem ihr die Chippin-In-Quest abgeschlossen habt, ist einfach im Inventar, ganz witzig. Und das wäre es auch von meiner Seite, wenn euch das Ganze gefallen hat. Lasst doch ein Like und ein Abo da, das würde mich ultra freuen. Vielen Dank und hade, ciao.